fragen wir mal noch nach Beta. Das war ja die Frau, glaube ich. Doch, ich glaube, das war die Frau. Und diese Frau? War sie auch dort? Beta? Natürlich. Sie haben sich von Anfang an daran erinnert? Sylvie, ich bin kein Schauspieler. Sogar jetzt herrscht noch Durcheinander in meinem Kopf. Ich schätze, das war's. Gut. Er hat mir erzählt, dass ich wüsste, was er meint, wenn ich ein Mitglied der Bruderschaft wäre. Soll ich ihn wirklich ernst nehmen? Wieso möchtest du vielleicht jetzt mit ihm sprechen? Ja, ja, jetzt schon, nachdem ich ihn für ein verwundetes Tier gehalten habe. Werden Sie uns helfen? Ob er dich hört? Milton. Milton, hören Sie mir zu. Ja. Lassen Sie uns gehen. Wir haben dieses Schicksal nicht verdient. Hat das irgendjemand? Sie wollen uns umbringen. Graf, ist sie tot? Sie ist schon vor langer Zeit gestorben. Du hast das vor mir verheimlicht. Du hast das vor dir selbst verheimlicht. Das nennt man Wahnsinn. Alle Arten des Wahnsinns enden eines Tages. Es hat über 100 Jahre gedauert. Es ist ermutigend, dass es vorbei ist. Milton, was hat dich aufgeweckt? Deine Gesellschaft, Graf. Wirst du uns befreien? Ich habe tatsächlich alles mitbekommen. Als ob ich träumen würde und jeden Moment aufwachen könnte. Dieses ganze Anzünden und Löschen der Fackeln jeden Tag. Bitte retten Sie uns. Sie retten? Ja, wir müssen fliehen. Es gibt kein Entkommen von hier. Aber du kannst diesen Ort auch verlassen. Der Baum hat sich in uns allen verwurzelt. Sogar in euch. Nur Sarah war frei von ihm. Was wollen Sie haben, wenn Sie uns befreien? Und Sie... Können Sie mich befreien? Er muss immer noch verrückt sein. Nehmen Sie unser Luftschiff. Er kann es sich jetzt schon nehmen. Aber wozu? Ich habe nur diese Goldmünzen mit dem Emblem vom Baum. Manche Leute sammeln Schätze. Andere verprassen sie. Wenn die letzte Münze zurückkehrt, wird der Baum sterben. Milton, wollen Sie sie? Werden Sie uns dann gehen lassen? Jeder soll frei sein. Vier. Es sind alle hier. Der Zyklus neigt sich dem Ende. Was für ein schönes Wort. Das Ende. Milton! Befrei uns! Ja, die Prophezeiung wird sich bald erfüllen. Lassen Sie uns gehen. Lassen Sie uns aus dem Gefängnis. Bitte. Es ist offen. Wir sind frei. Oh, Gott sei Dank. Ja, nur ihr müsst noch entkommen, ne? Also auf hier, Abmarsch. Los zum Luftschiff. Graf, willst du nicht entkommen? Wäre nur so eine Idee, vielleicht. Na, und jetzt schön wegfliegen? Ich glaube nicht, dass das, nein. Ich habe es mir schon gedacht, als der Graf nicht hinterhergekommen ist. Graf, was hast du denn jetzt schon wieder vor? Wir haben übrigens immer noch 3 Früchte und eine Fackel. Ich glaube, die Fackel ist schon wieder ausgegangen. Na komm, auf sie wie. Ich weiß nicht, was der Graf jetzt schon wieder vorhat. Meine Güte, du wolltest eben so dringend entkommen. Lass uns nach Hause gehen. Wo ist zu Hause? Du willst diesen Ort nicht verlassen? Ich habe zuvor nicht erkannt, dass diese Reise bedeutet, nach Hause zu kommen. Gut. Ich werde dich nicht ihrer Gnade überlassen. Da bin ich froh. Versuch, die Pistole vom Luftschiff zu holen. Ich werde mich mit dem Gefäß in die Nähe der Plattform begeben. Das Risiko nehme ich auf mich. Ich schätze, das war... Gut. Sind die jetzt wirklich irgendwie so ein bisschen ineinander verknallt? Das kommt mir irgendwie so vor. Ich meine, Silvi, der ist ein paar hundert Jahre alt und du nicht. Aber okay. Vor allem frage ich mich, mit was für einem Gefäß er sich denn da... Oh, Akuja. Das ist übrigens bei so einem dünnen Kissen garantiert furchtbar unbequem mit einer Pistole unter dem Kopfkissen. Die Decke ist auch ein bisschen dünn. Naja, okay.
Was für ein Gefäß er denn mitnehmen... Warte mal, du wolltest auf die Plattform. Ich kann nicht damit umgehen. Es ist Zeit, sich um sie zu kümmern. Okay, wir können. Na dann. Also sie läuft automatisch zu langsam. Also auch, weil ich habe jetzt Doppelklick gemacht, man rennt sie ja normalerweise, aber sie läuft automatisch zu langsam. Was sollen wir mit ihnen machen? Lass uns zuerst einen zeremoniellen Schluck vom Trank nehmen. Und dann? Sie müssen uns verraten, wer sonst noch davon weiß. Und? Wie üblich entledigen wir uns der Bedrohung. Delta ist nicht hier. Wirst du es selbst erledigen? Nein, das widert mich an. Wir werden jemanden bezahlen. Wir reden über Omega und das Mädchen. Irgendwelche Vorschläge? Lass uns einfach alles trinken. Sie stellen kein Problem dar. Der Graf ist von den Toten auferstanden. Glaubst du nicht, dass er nächstes Jahr vor uns hier sein wird? Vielleicht. Aber danach könnten wir wieder schneller sein. Ich glaube, ich kenne ihn besser. Also willst du ihn umbringen? Nicht, dass ich das wollte. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Aber das ist keine Lösung. Irgendwann in der Zukunft wird dieses Problem wieder auftauchen. Und dann muss einer von uns beseitigt werden. Wir machen uns darum Sorgen, wenn es soweit ist. Vielleicht haben die Wissenschaftler bis... Ihr könnt gleich anfangen, euch Sorgen zu machen. Weg von dem Gefäß! Mach keine Dummheiten! Ich habe dir gesagt, er würde nicht aufgeben. Deswegen ist er ja so bezaubernd. Was sollen wir machen? Ich glaube, wir sollten nur die richtigen Zutaten nehmen. Ist dein Gedächtnis zurückgekommen? Es geht mir gut. Du bist so selbstsicher, weil du dich an die richtige Einstellung der Ringe erinnerst, oder? Genau. Mach weiter. Nein. Dann auf Wiedersehen. Du wirst nicht die einzige Person töten, die weiß, wie der Trank hergestellt wird. Die einzige? Und du, Beta? Ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich werde den Trank mit dir teilen. Wirst du sie erschießen? Omega, ich erinnere mich. Wie muss ich die Ringe am Gefäß einstellen? Sieh dir die Steine an. Und dann? Es sind Zeichen darauf, genau wie auf den Ringen. Und? Du musst sie nur einstellen. Genug. Rede, Alpha. Du musst mir garantieren, dass keiner von ihnen etwas vom Trank abbekommt. Soll ich schwören? Erschieß sie einfach. Eher würde ich dich erschießen. Das traust du dich nicht. Du steckst hinter den Morden. Du hättest an meiner Stelle dasselbe getan. Genug. Ich werde nicht mit dir falschen. Das bezweifle ich. Das Mädchen wird die richtigen Symbole erraten. In sowas ist sie großartig. Ich befürchte, der lebensspendende Trank wird verschwendet. Ich werde ihn mit ihr trinken. In 0, nichts. Oder, Sylvie? Ja, ich werde es für dich schaffen, Graf. Ich brauche dafür etwas Zeit. Natürlich bin ich sicher. Du findest die Lösung. Hast du nicht schon lange genug gewartet, Omega? Das führt zu nichts. Aber wir haben doch so viel Spaß. Und die Nacht ist so schön. Ich beschwere mich nicht. Wieder vereint. Nach so vielen Jahren. Lasst uns feiern. Lade dich nicht selbst auf eine Party von jemandem anderen ein. Du bist nicht eingeladen. Sie wird es schaffen. In dem Fall wirst du auch nicht mit am Tisch sitzen. Zu schade. Ich werde nicht nach ihnen schnappen. Soll ich es ihr vorhalten, dass sie ihr Bestes gibt? Also wirst du still daneben stehen, während dein Haar grau wird. Ich will nicht nur von Feinden umgeben sein. Das war dir doch früher egal. Du hast niemanden verschont. Wenn ich meine Taten mit deinen vergleiche, kann ich immer noch den Schlaf der Gerechten schlafen. Nebenbei. Worum streiten wir uns überhaupt? Wenn die Eingeborenen nicht gewesen wären. Warum reitest du darauf herum? Wenn sie nicht den Anker der Mary Celeste bei Ebbe gekappt hätten. Sie haben uns abgeschnitten und angegriffen. Narren. Sie konnten nicht begreifen, dass sie keine Chance hatten. Aber sie haben begriffen, dass wir zu viele waren. Wir haben diese Regel von ihnen übernommen. Die Regel der Eliminierung? Ja. Wir haben das übernommen, was das Beste für sie zu sein schien. Was über Hunderte oder Tausende von Jahren getestet worden ist. Okay. Gut, also, wie schon zu erwarten war, haben die damals... Was hat der Graf gesagt? Nachdem die Früchte drin sind, füge ein Bündel Kräuter hinzu, die im Dorf wachsen. Dann stelle den Dampfstrom im Gefäß ein und justiere am Ende die Verhältnisse der Saftzutaten mit den drehbaren Ringen.
Ja, die Früchte haben wir ja schon reingetan. Ne? Das ist hier ja erledigt. So. Ich sollte jetzt die Filter... Du sollst jetzt den Filter einstellen. Um den Trank zuzubereiten. Jetzt will sie doch... Jetzt müssen wir ja die Fackel anzünden, ne? Ja. Okay, Mensch, Sevi, du weißt aber auch irgendwie manchmal nicht so ganz, was du möchtest. So, also hier das nochmal angucken, damit wir dann die Fackel anzünden können und das Licht wird und wir hier runterlaufen können, um dann ganz schnell dafür zu sorgen, dass das Feuer da unten angezündet wird. Und ich sage euch gleich, das kann unter Umständen etwas länger dauern. So, und jetzt haben wir das Feuer. Es wart Licht. Nee, Feuer. Ich bin fast fertig. Da bin ich froh. Ich finde diese Konversation ermüdend. Stimmt. Das ist schwer zu ertragen. Wofür diese Gewissenserforschung? Wir wollen nur die Zeit totschlagen. Alpha hat überhaupt kein Gewissen. Und dein Gewissen schläft, solange alles gut geht. Mir war nicht klar, dass es so enden würde, als ich Marthe ihren Mann weggenommen habe. Niemand hat dich gebeten zu beichten. Aber die Frau des Kapitäns und sein Kind kaltblütig zu ermorden. Das war ein Unfall. Das Rettungsboot kenterte, als sie um die Insel gesegelt sind. Aber du warst es, der den Kapitän aufhielt, als er sich mit ihnen treffen wollte. Er wollte mit ihnen weglaufen. Was hätte ich machen sollen? Man hat gesehen, dass sie Probleme hatten. Sie hatten Pech. Die Strömung hat das Rettungsboot auf einen Felsen geworfen. Das Stück der Planke, das er später gefunden hat, war wie eine Reliquie für ihn. Oh, wow. So, auf jeden Fall, mir kommt Sylvie gerade auch mittlerweile so ein ganz kleines bisschen dem Grafen hörig vor. Also, ja, gut. Jetzt dürfen wir hier unten dann scheinbar den Dampf einstellen. Der Druck ist zu hoch. Zum Glück ist das Gefäß nicht explodiert. Ja, da habe ich jetzt absolut keinen Hinweis für. Der Druck ist zu hoch. Der Druck ist. Ich jetzt hier gerade. Der Druck ist. Der Druck ist. Der Druck ist. Irgendwelche der Knöpfe. Druck, der Druck ist. Wir hatten ja vorhin hier die zwei schon mal. Der Druck ist. Der Druck ist. Ich mache das jetzt hier wirklich so ein bisschen. Der Druck ist. Auszuprobiertechnisch. Sie fängt zwar leider immer wieder mit dem der Druck ist Gedöns an. Okay, das geht auch. Das geht auch. Geil, wir haben ein Schachbrettmuster, aber es funktioniert noch nicht. Der Druck ist. Das war dann hier, das war dort, dieses, jenes, dieses, das, dort. Der Druck ist... Ich entdecke da gerade noch nicht wirklich ein System, aber es funktioniert ja irgendwie. Der Druck ist... Das war jetzt wieder falsch. Moment, kriegen wir hin. Moment, das war der hier, der da, der dort. Der. Der Druck ist... Nein, das war falsch. Ja, keine Ahnung, wie das jetzt tatsächlich richtig funktioniert. Dann war das... Das... Die... Der Druck ist... Ach, der jetzt war es nicht. Schade. Muss man sich ganz gut was merken. Moment, so, dann war das der und der... Da, dort... Jener, dieses... Der Druck ist... Mist, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ah, wie doof. Der Druck ist... Nein. Hätte ich mir mal merken sollen. Wäre besser gewesen. So. Der. Dann war es der. Der jetzt und... Jetzt funktioniert es prächtig. Sehr schön. Die Filterung des Saftes ist in vollem Gange. Es ist Zeit, die Mengenverhältnisse der Trankzutaten mit den drehbaren Ringen einzustellen. Das wird ein Noch ein bisschen. Ich warte geduldig. Das führt zu nichts. Du musst ein Geschäft machen. Nicht mit dir. Ich bin nah dran. Ich kann es fühlen. Wir können es zusammentun. Bleib da und beweg dich nicht. Ich möchte wirklich nur helfen. Du möchtest dir selbst helfen. Du vertraust mir nicht. Schade. Früher war das anders. Erinnere mich nicht daran. Aber ich bereue es nicht. Ich habe immer nach einem Weg gesucht, wie ich bei dir sein konnte. Du hast immer nach dem stärksten Mann in der Gruppe gesucht. Das bist du, Omega. Oder etwa nicht? Das reicht nicht. Was braucht man noch, um zusammen zu sein? Viel mehr. Muss man ein treues Weib sein, unter dem Bann seines Mannes? Ärgere mich nicht. Und wenn der Mann eine andere findet, es still ertragen? Andere Männer um Hilfe bitten?
Still! Und dann sterben, ohne jemandem Probleme zu bereiten? Genug davon! Ich bringe dich um, wenn du auch nur ein Wort sagst. Tu es. Tu es! Du schämst dich wegen des Mädchens. Das wird sich nicht ändern. Hast du mal daran gedacht? Genug damit, unsere Seele in Stücke zu reißen. Also willst du alleine bleiben? Das wirst du. Ich bin die Einzige, die dich verstehen kann. Sie ist zu ehrbar, zu anständig, zu einfach. Wenn sie alles herausfindet, wird sie dich verachten. Du wirst immer eine Grimasse des Ekels auf ihrem Gesicht sehen, obwohl ich glaube, dass sie versuchen wird, sie zu verbergen. Am Ende wird sie dich verlassen. Nur an meiner Seite wirst du dich nicht erklären müssen, weil es nicht erklärt werden kann. Und ich weiß das.